Kochen 20.05.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Einfache Blumenkohl-Brokkoli-Auflauf. Für dieses Rezept werden ganze Baby-Blumenkohlköpfe gebraucht. Falls diese nicht erhältlich sind, nehmen Sie große Blumenkohlröschen. Nährwertangaben: Kalorien 433 Zucker, Eiweiß 8 g Fett, Kohlehydrate 3 g gesättigte Fettsäuren, 2 Gramm 44 Gramm 9 g für die Soße. Öl und Butter oder Margarine in einen Topf geben und vorsichtig erhitzen, bis die Butter schmilzt. Geriebenen Ingwer, Zitronensaft, Zitronenschale und Koriander dazugeben und 2 bis 3 Minuten unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen. In der Form geben und Käse darüber streuen. Unter einem vorgeheizten heißen Grill 2 bis 3 Minuten backen, bis der Käse Blasen wirft und golden ist. 1 bis 2 Minuten abkühlen lassen und dann servieren. Soße mit Salz und Pfeffer 10 Minuten 20 Minuten abschmecken, dann über das Gemüse Zutaten 2 Babyblumenkohlköpfe 225 Gramm Brokkoli Salz und Pfeffersoße 8 Esslöffel Olivenöl 4 Esslöffel Butter oder Margarine 2 türkische Lire geriebene Ingwerwurzelsaft und abgeriebene Schale von 2 Zitronen 5 Esslöffel gehackter Koriander 5 Esslöffel geriebener Cheddar Blumenkohl mit einem scharfen Messer halbieren. Brokkoli in sehr große Röhrchen schneiden. Blumenkohl und Brokkoli in einem Topf mit kochendem Salzwasser 10 Minuten kochen. Gut abgießen, in eine flache feuerfeste Form geben und warm stellen, bis sie benötigt werden. Tipp: Anstelle der Zitrone kann man auch Limetten oder Orangen nehmen, wenn die Soße fruchtig erfrischend sein soll. Cremiges Püree mit grünem Spargel. Es ist Spargelzeit. Mit dem beliebten Gemüseklassiker sind den Variationen keine Grenzen. So geht's gesetzt. Besonders lecker und unkompliziert dazu, Kartoffeln und Schinken. Anschließend die fertig gekochten Kartoffeln abgießen und durch eine Presse drücken oder mit einem Stampfer zu Püree verarbeiten. Die erwärmte Milchbutterflüssigkeit hinzugießen und mit den Kartoffeln zu einer homogenen Masse verarbeiten, bis das Püree geschmeidig und glatt ist. Mit ein bisschen Salz, etwas Geriebe Okra, Tomaten Curry Okra, auch bekannt als Bhindi, ist in Indien eine beliebte Gemüsesorte. Sie ist jetzt in vielen großen Supermärkten erhältlich. Nährwertangaben: Kalorien 156 Zucker 5 Gramm Eiweiß 5 Gramm Fett 12 Gramm Kohlehydrate 6 Gramm gesättigte Fettsäuren 2 g 10 Minuten Klammer zu 20 Minuten Zutaten 500 Gramm frische Okra 4 Esslöffel pflanzliches G oder Öl 1 bunt in Scheiben geschnittene Frühlingszwiebeln 2 zerdrückte Knoblauchzehen 5 cm klein gehackte Ingwerwurzel 1 türkische Lira fein gehackte Chilischote 11 zweitel Teelöffel gemahlene Kreuzkümmel Klammer auf Kumin Klammer zu 1 türkische Lira gemahlene Koriander 1 türkische Lira gemahlene Kurkuma Klammer auf Gelbwurz Klammer zu 225 Gramm klein geschnittene Tomaten 150 Milliliter Gemüsebrühe Salz und Pfeffer 1 türkische Lira Garam Masala gehackter Koriander zum Garnieren Okra waschen, Stängel abschneiden und trocken tupfen. G oder 1 in einem großen Topf erhitzen Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Chili, dazugeben und bei schwacher Hitze unter häufigem Rühren eine Minute anbraten. Gewürze einrühren und 30 Sekunden leicht braten, dann Tomatenbrühe und Okra dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und unter gelegentlichem Rühren und Wenden die Mischung ca. 15 Minuten köcheln lassen, bis die Okra gar, aber noch etwas knackig ist. Garam Masala darüber streuen, abschmecken und erforderlichenfalls würzen. In eine vorgewärmte Servierschüssel füllen, mit gehacktem Koriander garnieren und heiß servieren. TIPP nach Geschmack die Okra in Ringe schneiden, in die Mischung geben Klammer auf Schritt 2 Klammer zu und unter gelegentlichem Rühren leicht knusprig kochen. Beim Kauf frischer Okra ist darauf zu achten, dass die Hülsen nicht schrumpelig sind oder braune Flecken haben. Griechische grüne Bohnen ein Gericht mit vielen griechischen Zutaten wie Zitrone, Knoblauch, Oregano und Oliven, ein wirklich aromatisches Gericht. Nährwertangaben: Kalorien 115 Zucker 4 Gramm Eiweiß 6 Gramm Fett 4 Gramm Kohlehydrate 15 Gramm gesättigte Fettsäuren 0,6 Gramm weiße Bohnen in eine große feuerfeste Form geben
Olivenöl und zerdrückten Knoblauch dazugeben und bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren 4 bis 5 Minuten anschwitzen, bis der Knoblauch leicht angebräunt ist. Brühe Lorbeerblatt, Oregano, Tomatenmark, Zitronensaft und rote Zwiebel, dazugeben, abdecken und circa eine Stunde köcheln lassen, bis die Soße eindickt. Vierte Oliven einrühren, mit Salz und Pfeffer und abschmecken und servieren. 5 Minuten 01 STD, 5 min. 4 Portionen. Zutaten: 400 Gramm weiße Bohnen aus der Dose, abgetropft. 1 Esslöffel Olivenöl, 3 zerdrückte Knoblauchzehen, 425 ml Gemüsebrühe, 1 Lorbeerblatt, 2 Oreganozweige, 1 Esslöffel Tomatenmarksaft, 1 Zitrone, 1 kleine rote Zwiebel gehackt, 25 Gramm halbierte, entsteinte schwarze Oliven, Salz und Pfeffer. Tipp: Dieses Gericht kann man im Voraus zubereiten und nach Geschmack kalt, jedoch nicht gekühlt, mit knusprigem Brot servieren. Brindilbali, dies ist eines der leckersten indischen Bali-Gerichte. Es hat einen köstlich süß-pikanten Geschmack. Nährwertangaben: Kalorien 117, Zucker 8 Gramm, Eiweiß 3 Gramm, Fett 8 Gramm, Kohlehydrate 9 Gramm, gesättigte Fettsäuren 5 Gramm, 20 Minuten, Klammer auf 1, Klammer zu, 20 Minuten. Zutaten: 500 Gramm in Scheiben geschnittene Auberginen, 2 Esslöffel pflanzliches G1 in dünne Scheiben geschnittene Zwiebel, 2 in Scheiben geschnittene Knoblauchzehen, 2,5 cm Ingwerwurzel, gerieben 1,5 Teelöffel gemahlene Kurkuma, Klammer auf Gelbwurz, Klammer zu, 1 getrocknete rote Chilischote, V2 TL Salz, 400 Gramm Dosen Tomaten, 1 türkische Lira, Garam Masala, Korianderzweige zum Garnieren minus, 1 Auberginenscheiben in fingerdicke Streifen schneiden, in einem Topf schmelzen, Zwiebel dazugeben und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren 7 bis 8 Minuten kurz anschwitzen, bis sie sehr weich ist. Knoblauch und Auberginenstreifen dazugeben, Temperatur erhöhen und 2 Minuten kochen. Ingwer, Kurkuma, Chili, Salz und Dosentomaten mit dem Saft aus der Dose einrühren. Mit einem Holzlöffel Tomaten auseinanderbrechen. Ohne Deckel 15 bis 20 Minuten köcheln lassen, bis die Aubergine sehr weich ist. Garam Masala einrühren. Weitere 4 bis 5 Minuten köcheln lassen. Brindilbali auf einen vorgewärmten Servierteller geben, mit frischen Korianderzweigen garnieren und sofort servieren. Variante: Anstelle der Auberginen kann auch anderes Gemüse genommen werden. Probieren Sie Zucchini, Kartoffeln oder Paprika oder eine Mischung aus verschiedenen Gemüsesorten mit der gleichen Soße. Satsuma und Pekannuss Pavlova. Dieses außergewöhnliche Dessert ist der perfekte Schlusspunkt für einen besonderen Anlass. Den Baiseboden können Sie im Voraus herstellen. Nährwertangaben: Kalorien 339, Zucker 36 Gramm, Eiweiß 3 Gramm, Fett 21 Gramm, Kohlehydrate 37 Gramm, gesättigte Fettsäuren 10 Gramm, E4, 2 Stunden 03 Stunden 8. Gemischten Zutaten: 4 Eiweiß 225 Gramm, heller Demerara Zucker 300 ml, Schlagsahne 60 Gramm, Pekannüsse 4, geschälte Satsumas 1 Passionsfrucht oder 1 Granatapfel, 2 Backbleche mit nicht haftendem Backpapier oder Butterbrotpapier auslegen. Auf ein Blech einen Kreis von 23 cm Durchmesser zeichnen. Eiweiß in einer großen fettfreien Schüssel steif schlagen. Nach und nach Zucker dazugeben. Dabei weiter schlagen, bis die Mischung sehr glänzend ist. Eine Lage Baiser-Mischung auf den eingezeichneten Kreis spritzen oder löffeln. Dann große Rosetten auf den äußeren Rand spritzen oder darauf löffeln. Mit der restlichen Baiser-Mischung kleine Rosetten auf das zweite Backblech spritzen. Im vorgeheizten Ofen bei 140-Gasstufe 1, 2 bis 3 Stunden backen. Achten Sie darauf, dass der Ofen gut belüftet wird, indem Sie ein gefaltetes Küchentuch in die Ofentür stecken, damit diese etwas aufsteht. Aus dem Ofen nehmen und vollständig abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen das Backpapier vorsichtig abziehen. Sahne in einer großen, gekühlten Schüssel steif schlagen. Etwa ein Drittel in einen Spritzbeutel mit einer Sternspitze füllen. Einige Pekannüsse und 1 Satsuma zum Dekorieren aufbewahren. Restliche Nüsse und Früchte klein schneiden und unter die verbleibende Sahne ziehen.
auf den Verseeboden füllen und mit kleinen Verseerosetten gespritzter Sahne Satsuma-Stücken und Pekannüssen dekorieren, Samen aus der Passionsfrucht oder dem Granatapfel löffeln und darüber Kartoffeln mit Kräuterstreuseln. Dies ist eine köstliche Kartoffelpüree-Variante, bei der Kräuter, Senf und Zwiebeln einen besonderen Akzent setzen. Kartoffeln in einem Topf mit leicht gesalzenem bikochendem Wasser 10 Minuten kochen, bis sie gar sind. In der Zwischenzeit den Streuselbelag zubereiten. Butter in eine Bratpfanne schmelzen. Zwiebel, Knoblauch und Senf dazugeben und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren 5 Minuten anschwitzen, bis die Zwiebel weich ist. Semmelbrösel in eine Rührschüssel geben. Die gebratene Zwiebel und die gehackte Petersilie einrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kartoffeln gut abgießen und in eine andere Rührschüssel geben. Butter und Milch dazugeben, dann die Kartoffeln zerstampfen, bis man ein glattes Püree hat. Geriebenen Käse einrühren, solange die Kartoffeln noch heiß sind. Das Kartoffelpüree in eine flache feuerfeste Form geben und mit den Bröseln bestreuen. Im vorgeheizten Ofen bei 200-Gasstufe 6 2010 bis 15 Minuten backen, bis die Brösel goldbraun und knusprig sind. Sofort servieren. Beilagen E. Kartoffeln mit Ingwer. Dies ist ein leicht zuzubereitendes, pikantes Gericht, das ideal zu einem einfachen Hauptgericht passt. Cashewkerne und Sellerie machen es besonders knusprig. Nährwertangaben: Kalorien 325, Zucker 1 Gramm, Eiweiß 5 Gramm, Fett 21 Gramm, Kohlehydrate 30 Gramm, gesättigte Fettsäuren 9 Gramm, Et, Klammer auf 2, 20 Minuten 30 Minuten. Zutaten: 675 Gramm weich kochende Kartoffeln, gewürfelt 2 Esslöffel Pflanzenöl, 5 cm geriebene Ingwerwurzel, eine frische grüne Chilischote, klein geschnitten 1 klein geschnittene Selleriestange, 25 Gramm Cashewkerne, einige Safranfäden, 3 Esslöffel kochendes Wasser, 60 Gramm Butter, Sellerieblätter. Zum Garnieren: Kartoffeln in einem Topf mit kochendem Salzwasser 10 Minuten kochen und gut abgießen. Klammer zu, Öl in eine Bratpfanne mit schwerem Z-Boden erhitzen und die Kartoffeln hineingeben. Bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren 3 bis 4 Minuten schwenken. Geriebenen Ingwer, Chilischote, Klammer zu, Sellerie und Cashewkerne dazugeben und eine Minute braten. Butter in die Pfanne geben, Hitze reduzieren und die Safranmischung unterrühren. Bei schwacher Hitze 10 Minuten kochen, bis die Kartoffeln weich sind. In der Zwischenzeit Safranfäden in eine kleine Schüssel geben. Kochendes Wasser dazugeben und 5 Minuten einweichen lassen. In eine vorgewärmte Servierschüssel geben, die Ingwerkartoffeln mit Sellerieblättern garnieren und sofort servieren. Nehmen Sie eine beschichtete Pfanne, da die Kartoffelmischung recht trocken ist und in einer gewöhnlichen Pfanne leicht anbrennen kann. Gebackener Käsekuchen: ein gehaltvoller cremiger Käsekuchen, der jedoch keine Milchprodukte enthält, sondern mit Tofu zubereitet wird. Nährwertangaben: Kalorien 282, Zucker 17 Gramm, Eiweiß 9 Gramm, Fett 15 Gramm, Kohlehydrate 29 Gramm, gesättigte Fettsäuren 4 Gramm, Et. 21 Uhr Stunden 0:45 Minuten. 6 Portionen. Zutaten: 125 Gramm zerdrückte Vollkornkekse, 50 Gramm geschmolzene Margarine, 50 Gramm gehackte, entsteinte Datteln, 4 Esslöffel Zitronensaft, abgeriebene Schale einer Zitrone, 3 Esslöffel Wasser, 350 Gramm fester Tofu, 150 Milliliter Apfelsaft, 1 zerdrückte Banane, 1 türkische Lira Vanilleessenz, 1 geschälte und klein geschnittene Mango-Variante anstelle des festen Tofu, kann auch Seidentofu genommen werden, der von weicherer Konsistenz ist und 40 bis 50 Minuten braucht, um fest zu werden.